Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Pippi! Hey, ich bin's, Blippi. Und gerade habe ich mit der Schüssel ein bisschen Musik gemacht. Gefällt's euch? Das ist lustig. Aber hey, heute werden wir nichts über Töne lernen. Wir werden lernen, wie man... Ja, wie man Knete macht. Ja, seht doch mal. Seht mal, wie viele coole Farben ich habe. Wow, seht. Es macht echt Spaß, damit zu spielen. Wow, ihr könnt eine Kugel rollen und alles Mögliche damit machen. Seht, gerade mache ich einen Baseball. Wow, okay, lasst uns die Farben ansehen. Wir haben Orange, Weiß, Blau, Lila, Grün, Rot, Schwarz und Hellblau. Uhu! Und heute zeige ich euch, wie ihr Knete machen könnt. Ja, ihr könnt das Rezept bei euch zu Hause machen, fragt einen Erwachsenen. Und wenn ihr es gemacht habt, quetscht ihr es richtig schön platt. Und dann nehmt ihr eins davon und... Und dann ist es ausgestochen. Wow! Und vielleicht buchstabieren wir Wörter zusammen. Oder aber wir machen ein Flugzeug zusammen. Das wird so viel Spaß machen. Okay, als erstes müssen wir überprüfen, dass all unsere Zutaten dafür da sind. Ja, nun geht's los. Und ich habe mein Rezept genau hier. Erstens, wir brauchen eine Schüssel. Und wenn ich an eurer Stelle wäre, dann würde ich einen Erwachsenen um Hilfe bitten. Weil das hier wird echt richtig schmutzig. Und es gibt einen Haufen Zutaten. Ja, okay. Zuerst beginnen wir mit einer Cup mit Mehl. Wow. Okay. Jetzt öffnen wir die Dose. Einfach so. Wir nehmen es mit der Menge nicht so genau. Ja, das ist eine Cup mit Mehl. Hier kommt's rein. Wow. Wow. Das ist eine gute Basis für die Knete, die wir machen. Okay, was noch? Mal sehen. Eine Viertelcup mit Salz. Oh je, es ist hier sicherlich bald alles ziemlich schmutzig. Okay, eine Viertelcup. Und dann nehmen wir das Salz. Holen's raus. Perfekt, also bereit? 3, 2, 1. Wow, perfekt. Okay. Okay, und nun sippe ich die Tüte wieder zu. Ja, und wir brauchen noch einen Teelöffel mit Weinsteinbackpulver. Was für ein lustiger Name. Das ist so spaßig. Weinsteinbackpulver. Also ein Teelöffel. Oh, es gibt so viele. Okay, der hier passt. Ein Teelöffel. So dazu. Und dann vermengen wir alle Zutaten, wenn wir fertig sind. Aber zuerst... Lasst uns alle Zutaten reinmachen. Dann haben wir einen halben Esslöffel von dem Öl. Okay, wow. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schmutzig. Okay. Perfekt. Und jetzt machen wir den Deckel wieder drauf, damit es nicht so rumschwappt. Das wäre wohl ganz schön blöd zu putzen. Okay, dann brauchen wir eine halbe Cup mit H2O. Und dieses H2O steht für... Yeah! Ah, Wasser! Ich liebe Wasser! Okay, eine halbe Cup. Perfekt. Okay. Oh, hey, seht! Ich habe vergessen, den Deckel vom Mehl drauf zu machen. Wir machen das wohl besser. So, fertig. Wir packen all das Zeug auf die Seite, weil wir nun bereit zum Vermengen sind. Aber bevor wir das tun,
kommt noch die Farbe rein. Ihr könnt das mit jeder Farbe machen. Aber welche nehmen wir nun? Obwohl wir bereits eine grüne Farbe haben, finde ich, wir brauchen noch ein Grün. Aber diese hier wird ein kleines bisschen heller. So, lasst uns das aufdrehen. Jetzt kommt Grün. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber das scheint ausreichend zu sein. Und dann gebe ich auch noch etwas von diesem Gelb hinzu. Ja, dadurch wird es mehr zu einem Knallgrün. Wieder zumachen? Wow, das hat echt Spaß gemacht, das Rezept zu machen. Aber nun wird es schön vermengt. Wow, es sieht so gut aus. Wow. Seht ihr es? Wow, okay, ich muss es noch besser vermischen. Wow, yeah, wir sind fertig. Wow, seht es euch an. Wow, wow, hausgemachte Knete. Wow, was ein hübsches Grün wir gemacht haben. Gut gemacht. Ich würde gern wissen, welche Farbe eure selbstgemachte Knete hat. Ich zeige euch, was man damit machen kann. Das wird ein Spaß. Ihr könnt sie richtig platt drücken, flach. Hier kommt ein Trick. Was ist los? Oh, das ist lustig. Okay, ziehen wir sie ab. Wow, perfekt. Und dann benutzen wir die. Ja, einen Keksausstecher. Aber das sind definitiv keine Kekse, was wir hier machen. Ich würde das nicht essen. Okay, kapiert. Okay, ja, kennt ihr noch das Flugzeug? Wow! Jetzt drücken wir ihn runter. Oh, yeah! Wow, seht! Ein Flugzeugausschnitt. Aber zuerst wird es rausgedrückt. Wow. Yeah. Ihr macht das richtig gut. Wow. Wow. Okay, ich parke das Flugzeug genau hier. Nun holen wir alle Farben, die wir haben, raus. Und dann überlegen wir, was wir machen könnten. Okay. Also, lasst uns das Grün zurücklegen. Und wir haben das Flugzeug da liegen. Was jetzt? Oh, wir haben Buchstaben. Wir haben... Oh, einen Hund. Wuff, wuff. Wollt ihr auch bellen mit mir? Bereit? Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wow. Hunde sind so süß. Okay. Es wird ein blauer Hund. Das klingt wirklich lustig, oder nicht? Okay, ihr habt was zu tun. Drückt eure Knete richtig schön flach. Oh, okay, es geht los. Okay, drückt fest drauf. Sehr gut. Und seht's euch an. Wow. Macht die Seiten weg. Wow. Und nun? Oh. Echt lustig. Und was ist das hier? Ja, es ist ein kleiner Welpe. Wuff, 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 wuff. Wuff, wuff, wuff. Wow. Wir legen dich runter. Du bleibst genau hier. Seht ihr? Perfekt. Ein Hund und ein Flugzeug. Ha, perfekt. Oh. Hey, ich denke, wir haben noch Buchstaben hier. Wir könnten buchstabieren. Okay. Scheint, als hätten wir ein B, ein P, ein I, ein L. Ha. Ein B, ein P, ein I und ein L.
Welches Wort kennt ihr denn, das diese Buchstaben beinhaltet? Ein B? Ein P? Ein I? Und ein L? Aha. Ich weiß es! Ja, mein Name! Blippi! Ja, mit diesen vier Buchstaben hier kann man meinen ganzen Namen buchstabieren. Seht ihr, wir machen Folgendes. Wir brauchen ein B, ein L, ein I. Wir brauchen zwei Ps und dann brauchen wir noch ein I. Perfekt! Okay, lasst uns anfangen. Nun gut, zuerst brauchen wir die Farben. Also, lasst uns die blaue Knete nehmen. Ja, genau so. Jetzt drücken wir unser B rein. Perfekt. Wow, das ist echt ziemlich cool. Ja, und falls ihr auch solche Förmchen zu Hause habt, buchstabiert doch mal euren Namen. Okay, jetzt nehmen wir Lila. Okay, wir haben ein blaues B. Das hier, ja. Wow, okay, und dann haben wir ein L. Okay, ein hübsches kleines L haben wir hier. Ja, also B, L und dann brauchen wir ein I. Na, wie findet ihr es? Ja, wow. Okay, B, L, I. Ja, B, L, I. Welcher Buchstabe kommt jetzt? Ja, P. Und es gibt zwei davon. Lasst uns eine meiner Lieblingsfarben nehmen, gut? Ja, die Farbe Orange. B, L, I, P. Wir brauchen ein weiteres P. Schwarz wird meine nächste Farbe. Ah, das ist so ein Spaß. Es fühlt sich so cool an auf der Haut. Noch ein P. Ja. Yeah. Also, was haben wir? Mal sehen. Wir haben B, L, I, P, P. Welcher Buchstabe fehlt? B, L, I, P, P. Ja, I. Und lasst uns dieses prächtige Rot nehmen. Okay, es geht los. B, L, I, P, P, I. Wir sind fertig. Oh, wie findet ihr es? B, L, I, P, P, I. Yeah, gut gemacht. Alles klar. Okay, wir platzieren sie genau hier bei dem Hund und dem Flugzeug. Das wird schön. Okay, nun lasst uns noch etwas weiter basteln. Oh, hey. Wir haben hier all die Schablonen und Keksausstecher. Ja, ihr könnt eigentlich jeden davon nehmen. Wir haben noch einen Stern oder ein Herz. Oder ihr macht, ein Schmetterling. Ja, oder ihr benutzt unsere Werkzeuge. Ja, diesen Löffel oder die Gabel. Und hier seht's euch an. Seht, ihr könnt die Gabel nehmen und so tun, als wärt ihr im Garten. Ja, der Gartenboden muss weich und luftig sein, dann könnt ihr Pflanzen einsetzen. Wow, ich mache echt eine Sauerei mit all diesen kleinen Krümeln. Seht ihr das? Das ist ein cooler Trick, den ich kenne. Seht ihr? So könnt ihr fast alle der kleinen Krümel damit aufsammeln. Ja, das ist spaßig, ha? Huh? Okay, passt mal auf. Hey, wir haben ja noch die Farbe Grün übrig. So, ihr nehmt den Löffel und ihr löffelt aus. Obwohl es eine Halbkugel ist, wenn ihr ihn einmal ganz rumdreht, könntet ihr wahrscheinlich eine volle Kugel rausholen. Okay, ich tue es. Bereit? Ja, rund. So sieht's aus. Wow, seht, es ist eine Kugel. Wow,
Dann nehmen wir sie in die Hand und rollen sie rund. Ja, seht, ein kleiner Basketball. Oh, das war lustig. Nun, ich hatte wieder so viel Spaß beim Knetemachen mit euch. Hattet ihr auch Spaß beim Knetemachen mit mir? Yeah! Und es war richtig spaßig, ja, mit unseren Keksausstechern die Sachen auszustechen. Wie hier das Flugzeug. Yeah! Das Hühnchen. Wuff, 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 wuff. Und meinen Namen, Blippi. Nun, das ist das Ende dieses Videos, aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Bereit? B. Oh, L. I. P. P. I. Blippi. Sehr gut. Es ist so schön, dass ihr meine Freunde seid. Bis demnächst. Bye, bye. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi! Hey, ich bin's, Blippi. Ich mache nur einen Spaziergang. Ja, ich gehe nur spazieren und genieße die freie Natur. Hey, seht doch mal dort. Seht ihr das große gelbe Schild? Ja, das ist ein Straßenschild. Ja, Straßenschilder stehen überall an den Straßen. Hey, und seht ihr das da? Ja, das sind zwei Menschen. Mit einem Pfeil, der nach unten zeigt. Und der zeigt nach unten zu dem hier. Das ist ein Zebrastreifen, an dem wir sicher über die Straße kommen können. Los geht's! Na dann, gehen wir! Wow, wow, wow! Bevor du da rüber gehst? Ja, Sicherheit geht vor! Wir müssen in beide Richtungen schauen, um sicherzugehen, dass keine Autos kommen. In Ordnung, los geht's! Okay. Sehr gut, jetzt können wir rüber! Ja, lasst uns noch mehr Straßenschilder suchen. Seht euch all die Straßenschilder hinter mir an. Wow, kommt mit. Wow, seht euch dieses Schild an. Welche zwei Farben hat dieses Straßenschild? Ja, es ist gelb und schwarz. Ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Hummel. Ist es nicht interessant, dass auf diesem Straßenschild keine Worte und Buchstaben draufstehen? Ja, ich weiß, dachte ich auch. Aber das bedeutet Vorsicht. Ja, wenn ihr das seht, müsst ihr sehr vorsichtig sein. Wow, das sind viele Buchstaben und Wörter. Da steht Parken verboten, jederzeit. Ja, Parken zu jeder Zeit verboten. Das bedeutet, dass man mit einem Fahrzeug oder vielleicht einem Fahrrad nicht an diesem Schild anhalten darf. Und seht ihr dieses Schild hier unten? Ja, das hier. Ja, das ist das Symbol für das Parkverbot. Also diese Schilder bedeuten im Grunde genau das Gleiche. Wow! Seht euch dieses Schild an. Wow, dieses Schild hier wird näher am Zielort verwendet. Wenn es zum Beispiel ein Geschäft gibt, dann könnte es ganz in der Nähe sein. Denn wenn man einen staatlichen Behindertenparkausweis hat, dann kann man an diesem Ort parken. Wow, Sackgasse. Wow, seht mal hier. Ja, dieses Zeichen, ja, das ist ein Sackgassenzeichen. Das bedeutet, dass diese Straße, die ihr hier seht, ja, dass sie ein Ende hat. Und das heißt, dass ihr umdrehen müsst, wenn ihr in einem Fahrzeug sitzt oder wenn ihr zu Fuß geht. Ihr werdet einfach gegen Häuser laufen, also nehme ich lieber diesen Weg.
Ohohoho! Hey, wartet mal! Was bedeutet das denn? Durchfahrt? Verboten! Ja, das bedeutet, dass man nicht da lang gehen kann. Ja! Seht ihr? Wenn ich darüber will, muss ich wahrscheinlich außen herum gehen. Also, dann mal los! Wow, seht euch mal das an! Hey, welche zwei Farben sind das? Ja, schwarz und weiß. Wow, und da steht im Fußgängerübergang. Das bedeutet, dass wahrscheinlich eine Menge Leute in der Nähe davon gehen werden, ja. Besonders wenn du Auto fährst, musst du auf die Fußgänger Acht geben. Ja, das bedeutet, dass da Leute laufen. Wow, seht mal hier. Hup. Wow, ja, das ist ein Pfeil. Und der zeigt nur an, wohin man gehen muss. Vielleicht folgst du einem Pfad. Ja, und wenn er in diese Richtung zeigt, solltest du wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Aber wenn er in diese Richtung zeigt, wuhu! Wow, welche Farbe hat dieses Schild? Ja, weiß und braun. Und hier steht, dieser Bereich ist bei Dämmerung geschlossen. Hey, wisst ihr, was Dämmerung ist? Ja, das ist, wenn die Sonne untergeht und es langsam Nacht wird. Und die Morgendämmerung ist das Gegenteil. Das ist, wenn die Sonne aufgeht und... Kikeriki! Es ist Morgenzeit! Also, dieser Bereich ist gesperrt. Man kann da nicht hin, wenn's dämmert. Nachtzeit! Wow, noch zwei Schilder, ja! Wow, diese Schilder sind wirklich groß, seht! Tempolimit 1,5. 1,5? Ja, wo ich wohne, sind das 1,5. 15 Meilen pro Stunde. Aber vielleicht sind es 15 Kilometer pro Stunde, wenn ihr nicht da wohnt, wo ich wohne. Aber das ist das Tempolimit. Da willst du 15 oder weniger fahren. Du kannst also 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 oder 0 fahren. Und wie wär's mit 16? Nein. Tempolimit 15 oder weniger. Wow. Und zu guter Letzt noch. Wow. Ja, ein Stoppschild. Seht mal, wie groß dieses Stoppschild ist. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß aus der Nähe sind. Wow. Wie buchstabiert man das Wort Stopp? S... T-O-P. Stopp. Ja. Und wisst ihr, was Stopp bedeutet? Ja, es bedeutet anhalten. Ja, sagen wir, ihr geht oder ihr fahrt und dann seht ihr das Stoppschild. Ah, dann haltet ihr an. Nach dem Halten kann man dann weiterfahren. Hey, ich habe ein lustiges Spiel. Lasst uns doch Musik anmachen. Und wenn wir das Stoppschild sehen, ja, dann müssen wir ganz schnell stoppen. Aber in der Zwischenzeit werden wir tanzen. Los geht's! Wow, gut gemacht! Wow, das hat echt Spaß gemacht, mit euch all diese Straßenschilder kennenzulernen. Haben euch die Straßenschilder gefallen, ja? Ja, es ist so cool, wie sie einem sagen, was man tun soll, egal wo man hingeht. So,
Das ist das Ende dieses Videos, aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I P-P-I Blippi. Gut gemacht. Wow. Stopp. Los! Bin ich in einem schnellen Auto, dann will ich ganz weit weg. Ich schnall mich an, tritt das Pedal ganz durch und fahr den ganzen Tag. Wir fahren raus, die Sonne im Gesicht und das Pedal, das hält, was es verspricht. Wir fahren um den Block, wieder und wieder. Hier ist ein toller Sportwagen mit Türen, die in den Himmel ragen. Was ne lustige Art, einzusteigen. Und schau, wie sich die großen Räder drehen. Bin ich in einem schnellen Auto, dann will ich ganz weit weg. Ich schnall mich an, tritt das Pedal ganz durch und fahr den ganzen. Können wir überall hin? Jedes Auto hat einen Motor, der es schnell macht und in Bewegung hält. Nur noch mal tanken und wir können wieder fahren. Dieser Sportwagen glänzt ganz neu. Die Scheinwerfer leuchten auf die Straßen für dich. Wir fahren damit rum, es macht so viel Spaß! Und schau, wie sich die großen Räder drehen. Bin ich in einem schnellen Auto, dann will ich ganz weit weg. Ich schnall mich an, tritt das Pedal ganz durch und fahr den ganzen Tag. Ich fühl mich so gut, mit dem Wind in meinem Haar. Sind wir in einem schnellen Auto, können wir überall hin. Make learning fun. Blippi, Blippi. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi.